Es war wie auch schon bei den letzten Veranstaltungen die Baltic Lights, das nördlichste Schlittenhunderennen Deutschlands am Strand von Heringsdorf auf Usedom, ein riesiges Spektakel. Hier Bilder vom zweiten Tag. Das Konzept bringt Prominente von Film und Fernsehen mit Hundeschlitten führen und ihren Tieren zusammen und gemeinsam wird zur Freude des Publikums im Wettbewerb auf der Bahn um die beste Zeit gekämpft und vorher beste Stimmung vermittelt. Bestens motiviert, Wolfgang. Kannst du tanzen? Wir machen uns ein bisschen warm. Hey, Chaka. Okay, dann geht's gleich los, ja? Also einschlagen. Nachdem am Vortag die prominenten Schauspielerkollegen und Kolleginnen von Organisator Till Demtröder selber mit den Schlittenhunden gefahren waren, jetzt eine Kombination aus Wettspielen, bei denen hier Wolfgang Lippert Zeitgutschriften erarbeiten kann, und der Fahrt und auf der präparierten Sandbahn durch die Hundebesitzer die Mascha selber. Hören Sie die Moderation von Till Demtröder, er erklärt den Ablauf. Haufen der Hunde. Erster getroffen, zweiter fast getroffen und dritter auch getroffen. 20 Sekunden gut geschrieben und jetzt das Greyfutter hier. Aber halt und nichts verlieren, aber das ist wieder eine Performance. Wolfgang Lippert, gerade erst 70 Jahre jung geworden und seht mal, wie dieser Mann hier top in Form ist. So, und weiter geht's und jetzt werden die Geschirre zum Trocknen aufgehängt. Gar nicht mal so gut, der erste Wurf. Der zweite gilt. Jawohl, auch gar nicht mal so gut. Aber der dritte, der muss jetzt hängen bleiben. Wirf in die Mitte. Wertvolle Sekunden. Ja, jawohl. Oh, vielleicht muss dein Mascha alles wieder rausholen. Nein, lass doch. Schenk die Sekunden deinem Mascha. Klopf deinem Mascha lieber schnell ab. Jawohl, das blenden wir aus. Das schneiden wir raus, Wolfgang. Und los geht's. Schlittenhunde sind wahrscheinlich die ältesten Transporthelfer der Menschheit und in den Polarregionen werden die Sibirien-Huskies, die Samojeden und die Alaska-Malamute bis heute als unentbehrliche Helfer der Menschen eingesetzt. Dabei nutzt der Mensch den natürlichen Bewegungsdrang der Hunde, die von klein auf daran gewöhnt werden, in der Gruppe zu leben und gemeinsam den Schlitten oder wie hier den ganz ähnlich aufgebauten Wagen zu ziehen. Der Schlittenführer, der Mascher, muss dabei immer achten, dass die Hunde genug Zug auf die Leine haben, dass der Schlitten oder Wagen nicht in die Hunde rutscht und sie verletzt. Und gute Gespanne reagieren genau auf die Kommandos, die mit lauter Stimme gerufen werden. Das sind hier so die Geheimtipps der Mascher. Jeder Mascher hat da noch so seine Spezialtipps und Geheimnisse, die er dem unserem Starter dann hier verrät. Und wenn man die beherzigt, dann hilft das auch sehr auf der Strecke, denn die Hunde kennen ja den Mascher gar nicht und hören natürlich mehr auf den eigenen Mascher, auf den Besitzer. Als das mache ich dann, wenn die wieder ins Wasser wollen. Da gehst du mitbaden, oder? Fahr einfach mit, genau wie Anja Kling, die ist ja auch schon mal durchs Wasser geritten. Einfach, ja, nichts anmerken lassen, Siegerpose. Na, nein, wird nichts passieren. Wir haben überall auch Ordnungskräfte und wir haben hier gute Rettungsschwimmer. Auch schön. Ich hoffe, sie sehen gut aus. Ganz bestimmt. Baywatch Ahlbeck ist bereit. So, noch wie viele Minuten? Nein, Sekunden. 20 Sekunden geht's los. Mach du dich bereit, liebe Simone. Und dein Stefan Finzel startet hier genau um 24, 11 Uhr 24 in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and go, Stefan! Stefan Finzel! Halt! Aber lass ihn erst die Kacke entsorgen, dann soll er danach den Stick einschlagen, ist doch wurscht. So. Getroffen, die erste Wurst ist im Eimer. Und die zweite auch. Nee, daneben. Und fast. Halt, Stefan! Hierher, erstmal die Hunde sichern. Stick out einschlagen. Die hauen die doch ab sonst. Das hat er schon mal gemacht. Das sieht gut aus. Auch die fünften Baltic Lights mussten sich nach den aktuellen Corona-Regeln von Mecklenburg-Vorpommern richten und es waren nur 1500 Zuschauer, die einen tagesaktuellen Test vorweisen müssten, am Strand zugelassen. Dazu die Crew der Veranstaltung und die Mascher und ihre Familien, die sich schon für die Tage des Aufbaus jeden Tag bereitwillig den obligatorischen Tests unterzogen. Um diese Vorgaben nicht nur umzusetzen, sondern auch zu kontrollieren, wurde die Rennstrecke stark verkürzt und das gesamte Veranstaltungsgelände weiträumig abgesperrt.
Die Baltic Lights standen wie immer in Zusammenhang mit der Welthungerhilfe und es wurden Spenden gesammelt. Am Ende der zwei Veranstaltungstage kamen durch die Ticketverkäufe und großzügige Spenden von einzelnen Sponsoren insgesamt 45.000 Euro zusammen, die jetzt, so ist es mit der Welthungerhilfe abgestimmt, auch mit der Ukraine-Hilfe gerecht geteilt werden. Simone ist wieder da. Wow. Simone, haha, erzähl mal, wie war's denn? Die Hunde waren spitze. Also wenn Gerrit gestern so ein Glück gehabt hätte. Oh, ich musste gar nichts machen. Einmal in der Kurve war der Sand ein bisschen tief. Darf ich mal, du hast hier ein bisschen Sand, so ich dachte das mal ach, so. Ach, da hatte ich gestern mehr. Ja. So, können wir davon ausgehen, dass du im nächsten Jahr wieder dabei bist? Ich bin dabei, versprochen. Habt ihr alle gehört, oder? Bravo. Simone ist dabei, so wollen wir das hören. Ja, ich bin dabei, war ganz toll, ganz, ganz toll.